Hallo zusammen, willkommen zu Human. Es ist ein kleines Indie-Horrorspiel, das relativ geil mit der Atmosphäre sein soll. Ich habe mir gedacht, jetzt wo ich wieder da bin, kann ich mit sowas zum Anfang. Tut mir leid, dass ich so ewig lange weg war, aber war mit der Ausbildung so beschäftigt, dass es mir nicht mehr möglich war, wirklich noch Zeit in das Hobby YouTube zu investieren. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder am Start, jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung, habe meinen Meisterbrief. Und ja, wir klicken hier einmal auf Start. Let's go. Ja, lesen müsst ihr selber, hab keinen Plan. Aber ja, es soll relativ gut sein von der Atmosphäre her. Habt noch nichts davon gesehen, es dauert etwa 12, 15 Minuten. So wie ich es gesehen habe und ja. Sollte nicht wirklich Jumpscare-lastig sein. Aber viel eher mit seiner Atmosphäre punkten. A to use the door. Hello, it's me, the Julian. F4 Flashlight. Mal wieder die ineffizienteste Taschenlampe des Jahres 2022. Dieses Jahr ist absolut noch nicht die Hölle selber. Da muss man, glaube ich, nicht mal mehr Horrorspiele spielen. Und bam. Hast du so rauschende Sachen? Das ist wie wenn jemand mit... mit Kreide über die Wandtafel kratzt. Finde ich nie so geil. Das finde ich noch weniger geil. Die Lampe ist gelb. Die Lampe ist nicht gelb. Und es hat hier viele, viele Ecken. Mouse-Button to zoom. Alter, your focus in the past few years have been primarily in overall research. We have observed notable difference in climates and our research began nearly a decade ago. Due to our experimentation, we cannot say our antennas are capable of controlling climate or weather, but they are certainly have the ability to influence changes in the ionosphere, thus modifying weather patterns slightly. I also liked particular research log to note the past few weeks the frequency output have been much higher, so guessing an atmospheric source wirelessly feeding power to them. At the moment we have not yet identified the source. Alright. Keycard. Was sollte das? Okay. Hier komme ich scheinbar nicht lang. Oh, ich hasse es. Hab Gänsehaut. Die waren vorhin nicht da. Ja, hi. Warum soll ich hören? Das... Okay. Bäh. Okay. Hä? The fuck? Ich ignoriere dich auch nicht, Bruder. Oh, what the fuck? Hey! Da haben ganz viele Leute Hangman gespielt. Scheinbar sind alle echt beschissen, nach den Wörtern richtig zu raten. Soll vorkommen, auch gehört. Steht hier. Boah, Alter, das könnt ihr alles selber lesen. Wenn es lesen will, kann es einmal pausieren. Ich lese einmal schon im Kopf durch. Damit bin ich einfach 10-mal schneller. Und ja, ich kann reden, währenddem ich lese. Stricke. So sieht Code garantiert aus. Auch schon mal erwähnt, dass ich schon mal als Informatiker geschnuppert habe. Problem with Windows. Ah, nichts Neues. Nee, du sagst auch. Das ist absolut so. Alter, warum sind alle Taschenlampen so dunkel? Kann ich hier rein? Hallo? Ich kann hier ganz offensichtlich nicht hinein. Kritisch. La la la. La la la. Wir haben eine Treppe. Ganz viele Windows-Error. Richtig toll. Boah, Alter, was war das denn gerade eben hier? Rüdiger!
Rüdiger, was du da? So. Fucking hell ist das? Hätte das Sektor Keycard required. Okay. Spannend. Was tropft hier raus, meine Damen und Herren? Ist Ketchup. Ist Wein. Oh. Ich sag's euch immer, wenn Spieler noch etwas implementieren, damit wenn Spieler so einen Scheiß machen, dass sie echt keinen Bock mehr haben. Ja, die Atmosphäre ist ja wirklich. Die Atmosphäre ist gut. Die Atmosphäre ist gut gemacht. Nee, nicht wirklich. Das verunsichert mich noch mehr. Ist hier drin eine Keycard? Nikola Tesla. Recognition and demanded invented the century. The fuck? Mhm. Ah, oh, okay, gut. Leute können nicht schlafen. Kenn ich. Kenn ich, Bruder. Kenn ich. Ich war dort, jetzt bin ich hier. Ich bin irritiert. Sie haben mich angelogen. Wie toll. Ist nichts Neues. Mal auf meinem Lohnblatt sagen sie, ich verdiene viel. Hört auf, hier die ganze Zeit das Ketchup zu verschwenden. Fuck. Warum? Was soll das hier? Warum beamst du mich hin und her? Bin ich ein Enderman? Hier kann ich nicht rein. Und warum kann ich hier nicht rein? Muss ich hier lang? Kann ich hier jetzt irgendwo rein? Hat sich hier was verändert? So wie es aussieht, nicht? Nee. Kann ich immer noch nicht rein? Wo ist denn jetzt lang? Vielleicht hier lang? Nicht, dass hier noch alle Stricke reißen. Ha. Und ich ein Tutorial angucken muss. Lululu. Ich sagte lululu. Okay, gut. Das Spiel verklickert mir so ein bisschen, wo ich lang muss. Indem es mich nicht dorthin gehen lässt, wo ich nicht hingehen soll. Das wird ihr Spiel. Einfach mega creepy, weil das man mit so einem roten Rahmen macht, der mich einfach wegteleportiert. Okay, nein, ist nichts passiert. Hä? Also das heißt, ich muss nach da. Hä? Aber nach da darf ich also nicht. Wo muss dann hin? Ich bin irritiert. Ich bin Konfuzius. Okay, das er hier beamt mich nach da. Nach da zu laufen, beamt mich nach da zurück. Aff. Fuck. Das ist jetzt sehr irritierend. Ja, fuck. Für Menschen wie mich. Und dass mein IRL-Light jetzt gerade keinen Bock mehr auf mich hatte. Für mich gerade auch ein bisschen härter. Wahrscheinlich hat irgendjemand versucht, aus der Ferne mein Licht auszustellen, obwohl für euch alle hier immer nur beste Webcam. Qualität garantieren will. Ah, stop it. Alter. Ich hasse so hohe Piepsgeräusche. Das ist richtig schlimm. Alt. Das haben wir jetzt einfach mal nicht gesehen. Na Ketchup, Alter. Sind wir hier in der Ketchup-Fabrik? Yay, Unsterblichkeit. Wie toll. Ich weiß mal, wer du bist, Bruder. Hast du jetzt einen Grund, mich anzulügen auf einer Ebene? Oh. Der Raum. Der Raum mit 10.000 Dämonenzeichen.
Wie schön. Es füttert sich. Es kommt für meine Seele, unsere Seele. Seele ist nicht sicher. Ich glaube, es wäre Souls. Okay, fuck, wo muss ich jetzt hin? Ich hab das Gefühl, ich muss irgendwie richtig hin und her beamen. Aber, hä? Da drüben hat's einen Raum. Nee, jetzt war ich grad. Oh boy, Alter, das ist jetzt anstrengend. Ich muss so, dann so. Hier muss ich. Hä? Alter, was ist das denn hier für ein komisches Rätsel? Hier so. Hier da lang. Hier da lang. Aber das macht keinen Sinn für mich. Sonst immer, wenn ich dorthin laufe, wo ich hinlaufen will, funktioniert's. Außer jetzt. Hier war ich jetzt noch nicht spannenderweise. Ah! Da kann ich lang. Sehr schön. Ein Pfeil. Verlorene Seelen sagen goodbye. Ist auch so schön, dass das Tablet hier scheinbar endlos Akku hat. Nicht so laut furzen, Rüdiger. Das ist unhöflich. Das macht man nicht. What the fuck ist das? Da fuck. Alter, das sieht richtig geil aus eigentlich. So mit der Reflexion und alles. Da hat er aber was richtig gemacht. Aber das so widerspult, das sieht richtig creepy aus. Bitte gib mir jetzt nicht einen Jumpscare des Todes, Alter. Bitte nicht. Rennen? Ja, kann rennen. Let's go! Boah, wie ein Gott. Toll. Alter, wie das hier immer klingt. Boah, das ist anstrengend. Okay, ja, ich folge ja schon. Folge. Wenn ich das eine andere Wahl habe. Das sah gerade also aus wie eine Gruppe Menschen, die um das Ding herum ist. Also so eine weirde Reflexion. Dann ist der Wald. Das hat schon episch aus. Sowas hätte halt gerne als Kanalbanner gehabt. So. In der Art und Weise leuchtend. Ist einfach nur richtig geil. Ich mag den Vibe. Acquaint yourself. Eins der wenigen Wörter, die ich echt nicht kenne. Acquaint. What the fuck? Oh boy. Okay, das kann nicht gut sein. Das kann gar nicht gut sein. Human! Der Humor. Das war's. Okay. Da war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo für mich da. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei einem neuen Video. Und ja, peace out.